Aktuell im beruflichen Kontext sind es hauptsächlich Anregungen, Anleitungen für Kursleiter im Bewegungs- und Gesundheitsbereich. Das können Prints sein, das können Audio sein, das kann Video sein. Überwiegend unsere Workshop-Materialien, die wir so haben. Also ich komme aus dem Programm der digitalen Qualifizierung an der FU und die Sachen, die wir da für die Workshops benutzen, stehen auch alle unter CC-Lizenz und die teilen wir weiter. Und ich mache das auch mit allen anderen. Also ich habe zum Beispiel noch einen Lehrauftrag und die Sachen teile ich mittlerweile auch dann unter CC-Lizenz. Neben meiner Lehrveranstaltung, Einführung in die Informatik für Berufsschullehrende, habe ich meine Skripte als OER-Material verfasst. Und da habe ich verschiedene Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich auszuprobieren, welche Tools gibt es dafür, wie muss man eigentlich OER-Material bauen, damit andere damit vielleicht was anfangen können. Ich hatte immer den Hintergedanken, wenn diese Studierenden nachher Lehrerinnen und Lehrer werden, dann haben sie erstens was von der Kultur des Teilens mitgenommen und zweitens haben sie vielleicht auch wirklich konkret das Material mitgenommen, dürfen es weiter nutzen. Das heißt, ich baue begleitende Skripte für meine Veranstaltung. Ich teile, also nehme vor allen Dingen Papers und nehme mir da Dinge raus, die ich gut finde, erstelle selber Papers zu Themen, die ich gut finde. Und weil ich ja auch eine Plattform mit meinen Kumpanen zusammen entwickelt habe, wo man OER selber erstellen kann, machen wir natürlich auch ganz viel Unterrichtsmaterial, was wir mit Lehrenden in Fortbildung weiter verwenden. Bis jetzt noch nicht ganz so viel, das ist alles noch so ein, wir sollten mal tun, aber da geht es jetzt auch um Informationskompetenz, Materialien.